Dann würde ich sagen, Zeit für ein bisschen Fayfan. Sag mal alle Hi YouTube, damit die sich nicht so alleine fühlen. Und, stimmt, wir müssen so ein Siegel schmieden, ne? Das werde ich direkt angehen, nachdem ich mich um mein Feld gekümmert habe. Oder doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Wasser mehr, aber tatsächlich hatte ich noch Wasser. So, okay. Ah, come on. So. Hey, hallo. Okay, cool. So, das hätten wir. Dann. Ach, ich muss wahrscheinlich eine Schmiede bauen, ne? Warte mal kurz. Siegelstation. Aha. Du kommst einfach mal hier in die Ecke. Ich hoffe, das geht, wenn da so ein fettes Ding vorliegt. Okay, vielleicht auch nicht. Verdammt, oder? Ah, doch, geht. Okay. Dann ein Kupfersiegel. Sehr gut, während das fertig. Vielleicht kann ich meine Axt upgraden. Das wäre auf jeden Fall auch noch ganz cool. Mir geht's gut. Ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch. Oder zumindest so ein Pre-Vorstellungsgespräch, wo man sich einfach mal so sagt, hey, ich existiere und ich mache das und das. Und das fand ich sehr aufregend. So, ich möchte meine Axt upgraden. Ah, dazu muss ich einen Kupferbarren haben. Wie auch immer ich das kriege. Es ist als, Content Creator und Community Manager, so ein bisschen alles in einem. Also quasi das, was ich jetzt auch mache, nur halt als Festanstellung. Und ich glaube, ich darf nicht sagen, wo, weil es halt auch noch nicht offiziell ist und alles. Daher, das muss ich noch für mich behalten. Aber, so ein Ding brauche ich dann wahrscheinlich, ne? Crazy. Auf jeden Fall, jobmäßig geht's wohl in die Richtung. Und das fände ich, glaube ich, eigentlich ganz spannend. Ach, mein Rucksack ist voll. Ah! Nice. Okay, erstmal alles rüberwerfen. Nein, ich brauche die Schnecke wieder. Warte, so, die ist nämlich wichtig. Die muss ich noch verschenken. Und dich packe ich auch mal rüber. Und dann hoffe ich, dass ich nicht vergesse, dich zu verkaufen. So. Genau, so Twitch und YouTube würde ich halt gerne noch weitermachen, das habe ich denen auch gesagt. Aber, das wird dann alles ein bisschen runtergefahren. Das wird dann halt nicht mehr so krass stressig für mich, sondern, halt je nachdem, wie ich dann Zeit habe. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz angenehm. Wo ist denn mein Boyfriend hin? Dude, wo bist du? Bei den Dogs, ich dreh durch. Da will ich dir schon mal eine Schnecke geben und dann wird mir das so schwer gemacht.
Genau, das würde mir dann halt auf jeden Fall sehr, sehr viel Last von den Schultern nehmen, dass ich dann halt Dinge so ein bisschen entspannter einfach angehen kann. Jetzt willst du einen Obstsalat haben? Ich dachte, du bist voll der Schneckendude. Jetzt habe ich extra eine Schnecke für dich geholt. Du Bitch. Oh mein Gott. Du bist meine Schnecke nicht wert. So. Das kann ich dann auf jeden Fall schon mal mitnehmen. So. Dann packe ich jetzt die Schnecke einfach auch damit rein. I don't care. Ja, ich weiß, dass die Metroid-Teile noch kommen müssen. Und das Problem ist halt, dass die halt super viel Arbeit brauchen und ich krieg die Zeit nicht zusammen. Und ich habe halt immer so krass gepusht, halt, dass man irgendwie auf Patreon seinen Support dalassen soll. Das haben halt nicht genug Leute getan, dass es sich halt für mich einfach lohnt zu sagen, okay, jetzt kann ich mir halt den Monat nehmen, um mich darauf zu fokussieren, dieses Video richtig gut zu machen. Sondern das Problem, was ich halt habe, ist einfach, ich muss halt schauen, dass ich meine Sponsorings zusammenkriege, damit ich meine Miete bezahlen kann. Und das klappt mal besser und das klappt mal schlechter, aber ich halt jedes Video, was ich für ein Sponsoring machen muss, nimmt mir halt Zeit weg, an so einem Video wie Metroid zu arbeiten. Oder dass ich so eine Art Metroid-Video halt für Final Fantasy machen kann. Oder für Zelda oder für Mario, was ich halt voll gerne mal machen würde. Und dann will ich halt auch mal wieder streamen, ordentlich, und da was hinkriegen. Und dann will ich aber auch gleichzeitig wieder ein bisschen Zeit mal für mich haben, um halt nicht immer die ganze Zeit nur zu grinden, so dass ich halt hier ein Projekt fertig kriege, da ein Projekt fertig kriege, da noch was mache, hier noch was mache, ständig irgendwie Content liefere, sondern halt, keine Ahnung, auch mal dann so eine Woche für mich nehme und einfach mal nichts mache. Was ich jetzt endlich mal gemacht habe und was sich ehrlich gesagt echt gut angefühlt hat. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich halt merkte, okay, hier ist eine Balance einfach, die stimmt nicht mehr so. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, vielleicht brauche ich dann doch so eine Festanstellung, damit ich mich halt nicht mehr so darauf konzentrieren muss, so clickbaity Content zu liefern, der halt die Klicks bringt und die Sponsorings, sondern einfach mal mich dann auf andere Einnahmequellen konzentriere und schaue, dass ich irgendwie einen normalen Job nachgehe. Und das wäre Homeoffice, wäre komplett Homeoffice. Also das war halt auch eine der Voraussetzungen, die ich dann an den Job stelle, dass es halt ein Homeoffice-Job ist. Ich bin einfach niemand, der um 8 Uhr aufsteht und dann eine Stunde zur Arbeit fährt, damit er um 9 Uhr pünktlich da ist. Weil die Realität sieht dann so aus, dass ich um 8.45 Uhr aufstehe, um 8.50 Uhr am Bahnhof stehe, so halb gewaschen und trotzdem eine halbe Stunde zu spät komme. Also das ist halt, I can't, so, das kriege ich nicht hin, dass ich tatsächlich mich hinsetze und einfach, ich kam noch nie pünktlich zur Arbeit. Die ganzen 3 Jahre Ausbildung, die ich gemacht habe, war ich vielleicht eine Handvoll mal pünktlich da, ansonsten kam ich halt immer eine Viertelstunde zu spät, so. Und das ist einfach, ich habe das einfach akzeptiert, dass es so ein Teil von mir ist. Und entsprechend habe ich gesagt, ey, dann halt lieber direkt Homeoffice. Da ist mein Weg einfach nur zum PC und dann bin ich da und das kriege ich hin. Das ist was ich dann tatsächlich schaffe, so. Thank you.
Also ich habe meinen Jobkram jetzt über LinkedIn gefunden. Und das ist anscheinend eine echt gute Seite für so Office, Media, Design, Bla-Jobs. Daher einfach mal so da die Augen offen halten. Vielleicht gibt's da halt was, was cool ist. So. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Oh, come on. Ah nein, jetzt bin ich rausgegangen. Wie eklig. Jetzt muss ich den ganzen Shit nochmal machen. Verdammt, das war gar nicht der Plan. Aber wenn ich jetzt hier das Kupfersiegel reinpacke, dann habe ich halt das für Ebene 1. Und das ist doch voll Verschwendung, oder? Das ist doch halt nicht das, was irgendwer möchte. Okay, die sind alle noch offen. Sehr gut. Holy shit, ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Ich muss dann eh bei Ebene 1 anfangen. Warte mal kurz. Ich dachte, das ist halt so. Das ist ja voll dumm. Oh mein Gott. Come on, das könnt ihr mir nicht antun. Oh, ich dreh durch. Das ist tatsächlich so. Herzinfarkt, Alter. I'm dead. Das ist ja doof. Okay, das mag ich nicht an dem Spiel. Ich dachte, du musst einfach so tief gehen wie möglich und dann kannst du da das Siegel reinpacken und dann hast du einfach für diese Ebene dieses Siegel freigeschaltet. Ich habe nicht gecheckt, dass das so alles nach und nach gemacht werden muss. Ich meine, macht Sinn. Ich habe mir schon gedacht von wegen, hä, das ist ja viel zu einfach irgendwie. Okay, okay, I get it. Dann, mache ich wohl noch mal ein paar Siegel fertig. Warte. So, okay. Eigentlich kann ich direkt voll viele davon machen, anscheinend, weil ich eh voll viele brauche. Plus halt dann den ganzen Kram und dann den ganzen Kram und alles. Ich brauche alles hier, oh mein Gott. Der Grind ist real. Ich dreh durch. Wo ist denn die Dings, zu der ich muss? Da unten. Vielleicht schaffe ich das gerade noch, bevor die Sonne richtig krass untergeht. Dann kann ich zumindest meine Belohnung mir noch abholen. Cleo, deine Erklärung war nicht gut. Willkommen zurück. Der Schweiß auf deiner Stirn zeigt mir, wie hart du gearbeitet hast. Donnerwetter, du hast ein Siegel hergestellt. Gute Arbeit, mein lieber Abenteuerkollege. Arbeiterkollege. Bald schlüpfst du durch die Verliesebenen wie ein Frühlingspfeifer durch einen Fettnapf. Ich weiß, dass dir die Bürgermeisterin eine Grundausstattung an einfachen Werkzeugen mit auf den Weg gegeben hat, aber bestimmt wirst du sie irgendwann verbessern wollen. Die Bürgermeisterin hat es erwähnt, aber keine weiteren Schritte unternommen. Das ist mal wieder typisch für unsere Bürgermeisterin. Ich werde es dir erklären. Wenn du bessere Materialien verwendest, kannst du dir die Arbeit erleichtern, einen höheren Ertrag zu erzielen oder sogar Objekte bearbeiten, die für einfachere Werkzeuge zu hart sind. Gut, dass du fragst. Du kannst natürlich unsere örtliche Schmiede in Cinder besuchen. Sie kann alles herstellen, solange ihr dafür die nötigen Materialien lieferst. Du erwartest doch nicht, dass sie die Zeit hat, Metalle abzubauen und gleichzeitig die einzige Schmiede in der Stadt zu sein.
Nein, das wäre albern. Was hältst du von einer kleinen Herausforderung? Verbessere nur deine Spitzhacke zu einer Kupferspitzhacke. Dafür musst du Kupfer in den Salzwasserminen abbauen. Das wird sich lohnen. Wenn du versuchst, eine Verbesserung bei Cinder zu kaufen, wird sie dir sagen, was sie dafür braucht. Verbessere dann deine Spitzhacke mit Kupfer. Oh, und noch was. Geh nicht unter die 15. Ebene. Vertrau mir. Spooky. Wo war die denn nochmal? Die war hier unten irgendwo, oder? Ah, hier. Das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Du brauchtest Kupferbarren. Aber für den Barren brauchte ich, glaube ich, die eine Schmiedkram-Geschichte. Und dafür brauchte ich mehr irgendwas anderes. Kohle, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ey, mein Charakter ist mega cute, ne? Ich finde den auch voll süß. Großer Fan, muss ich sagen. Großer Fan. Kann ich das hier bauen? Nein, da fehlt mir immer noch Kohle für. Okay, wir müssen ja eh morgen zurück. Also von daher ist ja alles cool. So, dann... Let's go! So. Schauen wir mal, was der nächste Tag bringt.